Im kommenden Jahr wird das Bistum Hildesheim 1200 Jahre alt. Die Feiern für dieses Jubiläum beginnen bereits am 15. August. Dann wird der frisch sanierte Mariendom wiedereröffnet. Für uns ein Anlass, mit Bischof Norbert Trelle ins Gespräch zu kommen. Herr Bischof, das Bistumsjubiläum steht unter dem Motto »Ein heiliges Experiment«. Brauchen wir mehr Experimente in der Kirche? Das Experimentelle daran bedeutet nicht, von dem Begriff dieses Wortes her, irgendwie ein Abrutschen in Beliebigkeit, sondern ein Sammeln von Erfahrungen. Und aus diesen Erfahrungen heraus lernen, was trägt und was weniger geeignet ist für eine zukunftsfähige Kirche. Ich baue darauf, dass dieser Begriff von dem Experiment nicht missdeutet wird, sondern schon richtig gesehen wird als das, was es von Anfang an immer auch in der Kirche gab. Wir schlagen Wege ein und wissen manchmal erst nach 10 oder 20 Jahren, es waren Wege, die direkt weiterführten, oder es waren Umwege, manchmal sogar vielleicht auch Holzwege. Das kann es auch geben. Also diese Offenheit liegt in dem Wort vom Experiment sicherlich. Wenn wir einmal zurückblicken, was sind die Highlights in der 1200-jährigen Geschichte des Bistums? Ich bin nicht der geborene Historiker, um 1200 Jahre jetzt angemessen würdigen zu können. Dazu fehlt mir auch der präzise Ein- und Durchblick in einzelne Phasen dieser langen Zeit, 1200 Jahre. Aber die bernwardinische Kunst ist ein Begriff, der mit Hildesheim in Zusammenhang steht. Die fantastischen Bronzekunstwerke aus seiner Zeit, das waren Highlights, sicherlich. Ich muss, weil das gern vergessen wird, aber zum Beispiel auch erwähnen, im Bereich der sozialen Verantwortung für Menschen hat die Kirche immer unter dem Leitwort Jesu, Arme habt ihr immer unter euch, gestanden. Also die Sorge für die Menschen am Rand, die in besondere Lebensnot geraten sind, hat im Bistum Hildesheim immer eine Rolle gespielt. Oder nehmen Sie das Engagement der Ordensgemeinschaften, besonders der karitativen Ordensgemeinschaft Vinzentinerinnen, oder das Engagement der Ordensgemeinschaften im Bildungswesen, die Jesuiten, die Ursulinen. Also da gibt es schon Highlights, die ich gerne breit benennen würde, wenn die Zeit dafür da wäre. Und wo liegen die dunklen Flecken? Ja, die dunklen Flecken in der Geschichte. Also auch unser Bistum hat Anteil an dem, was in unserer Geschichte des christlichen Glaubens in unserem Land eine tiefe Wunde darstellt. Also Stichwort Trennung der Kirche, die Zeit der Reformation. Das sind, würde ich sagen, dunkle Flecken. Wir sind dabei, auch diese Wunden möglichst wieder zu schließen. 1200 Jahre, das ist eine sehr lange christliche Tradition. An welchem Punkt stehen wir heute? Ja, ich sage nicht, dass wir irgendwie an einer Abbruchkante stehen und dann noch zwei Schritte, bis wir in ein tiefes Loch fallen. Aber ich verkenne natürlich nicht, dass wir in einer Zeit wirklich säkulare Umwälzungen in der Erfahrung des menschlichen Zusammenlebens und der Wertvorstellungen der Menschen heute in einer Umbruchssituation leben. Also wir erleben, dass Menschen sich, die früher wie selbstverständlich Tradition der Familie, Tradition auch der eigenen Glaubenswahrnehmung in der Kirche beheimatet fühlten, dass sie sich von der Kirche abwenden. Also es ist ein Verlust auch an Gotteserfahrung, Glaubenserfahrung. Und wir sind dabei, dies wieder vielleicht mühsam zu entwickeln. Ich glaube, dass die gegenwärtige Situation eine Situation ist, in der die Kirche, wie Papst Franziskus sagt, vor allen Dingen gesendet ist, die Wunden zu heilen. Hier in Hildesheim trifft das Bistumsjubiläum ohne Zweifel auf großes Interesse. Wie wird es denn gelingen, dieses Experiment auch in das Bistum, in das große Bistum Hildesheim hineinzubringen? Wir werden, die Weihbischöfe,
Generalvikar und ich. Wir werden im Laufe der darauffolgenden Wochen auch an die Ränder sozusagen äußern Grenzen des Bistums gehen, in den Norden, Süden, Osten und Westen und dort feierliche Gottesdienste zum Jubiläum 1200 Jahre Diözese Hildesheim begehen. Und ich selbst werde jedes Dekanat besuchen in den nächsten Monaten und dort besondere Begegnungen haben mit den Menschen vor Ort und darüber hinaus. Also ich müsste jetzt meine Liste zur Hand nehmen. Mir fällt gerade ein, es gibt also zum Beispiel eine Fahrradtour, die uns durchs Bistum führen soll, auf bekannten und vielleicht weniger bekannten Fahrradwegen. Das zeigt, wir wollen das wirklich aufs ganze Bistum hin ausdehnen, im Sinne der Gottesdienste, der Begegnungen, auch der, der Erfahrung im wörtlichen Sinn. Die Feier des Bistumsjubiläums beginnt mit der Wiedereröffnung des Domes. Wie wichtig ist der Dom für Sie? Ja, jeder Dom ist ein steingewordenes Glaubenszeugnis. Jede Kirche eigentlich auch. Aber der Dom insofern besonders, weil, wie der andere Begriff der Kathedrale zum Ausdruck bringt, dieses verbunden ist, dieses Bauwerk, mit der Verantwortung und Sendung des Bischofs in seine Diözese, in sein Bistum. Die Kathedra des Bischofs, der Stuhl des Bischofs, ist der Ort in der Kathedrale, der daran erinnert, es gibt eine Verantwortung des Bischofs, seiner Priester, aller Getauften letztendlich im Volk Gottes, die Lehre den Menschen zu vermitteln, die Sakramente zu spenden im Raum der Kirche. Und darum ist die Bischofskirche schon für die katholische Kirche von besonderer Bedeutung. Herr Bischof, herzlichen Dank für das Gespräch.